Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was wohl dieser einst so erfolgreiche Profisportler oder jene siegreiche Profisportlerin heute machen? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn hier rede ich mit den ehemaligen Aktiven, wie sie den Weg ins normale Leben, abseits von Flutlichtfans und dem geliebten Sport gefunden haben. Wir werden zurückschauen auf die Erfolge oder die Niederlagen, wenn es sie dann gab. Aber vor allem unterhalten wir uns über die Zeit nach dem Leistungssport. Mein Name ist Florian Weichert, ich war selbst als Fußballprofi aktiv und arbeite seit Ende der 90er Jahre als Sportjournalist für den MDR. Und ich freue mich im Podcast Profisport AD, jetzt Plan B, auf eine launige Zeit mit Nico Paczynski. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind in Hamburg hier in deiner, ich rück das Mikro gerade eben nochmal zurecht, in deinem Wohnzimmer. Danke, dass wir hier Gast sein dürfen. Nico, du warst Profifußballer. Was machst du aktuell? Also aktuell bin ich Busfahrer bei der Hamburger Hochbahn und kruse hier jeden Tag mit den verschiedensten Buslinien rum und macht aber sehr viel Spaß. Busfahrer, das heißt auf mehreren Linien, also man muss sich da schon ganz gut auskennen. Hamburg ist eine Riesenstadt, Millionenstadt. Hast du das ganze Liniennetz im Kopf? Muss man das können? Naja, also die gesamte nicht. Also wir haben so auf unserem Betriebshof so circa 30 Linien, die man eigentlich drauf haben sollte und die hat man eigentlich auch drauf und der Alltag macht es dann irgendwo auch ein bisschen zur Routine, aber ja, jede Fahrt ist irgendwie anders, jede Fahrt ist irgendwie neu. Mal hast du einen drin, der ein bisschen pöbelt, mal hast du einen drin, der dich erkennt. Ja. Von daher, macht wie gesagt jeden Tag aufs Neue Spaß. Schön. Um dich mal vorzustellen, da bemüht man ja oft auch ein Bundesligaspiel, das in die Geschichte eingegangen ist, zu dem du auch ein Tor beigetragen hast. Du bist offiziell, wenn man das so sagen kann, Weltpokalsieger, Besieger 2002. Was hat es damit auf sich? Ja, ich glaube, dieser Titel ist bekannter als manch anderer. Ich glaube, an den Titel erinnern sich mehr Leute, als wer 1996 den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. Wir haben damals gegen Bayern gewonnen und war halt sehr überraschend. Ist ja fast immer so, wenn man gegen Bayern gewinnt. Und dann ist zwei Pauli-Fans ist dann halt dieser Titel eingefallen und ja, das hat dann so eine Eigendynamik genommen, dass das ja fast schon eine eigene Marke geworden ist und selbst heute werden noch so viele T-Shirts verkauft und ich glaube, damit steht der Text auf meinem Grabstein auch schon fest und der Name ist uninteressant, Hauptsache Weltpokalsieger, Besieger. Das hat damit zu tun, dass der FC Bayern in der Woche davor oder ein paar Tage zuvor, bevor sie bei euch auf St. Pauli gespielt haben, Weltpokalsieger geworden sind und das war damals noch nicht so ein geläufiger Wettbewerb und damit hat man dann auch so ein bisschen gespielt. Also die kamen als beste Mannschaft der Welt quasi auf den Kiez und das war an einem Mittwochabend im Februar 2002 und ich habe einen Ausschnitt mal mitgebracht, um sich da mal so ein bisschen reinzuhören in die Stimmung von damals. Die Fans des FC St. Pauli hatten Nachholbedarf. 5 Jahre war der FC Bayern nicht mehr auf dem Kiez und so platzte das Millerntor aus allen Nähten. Zurecht. Bei Ramovic auf Rath. Marcel Rath. In der Mitte steht Mägle. Mägle. Tor. 1-0. 1-0 für St. Pauli. Ein Riesending, Thomas Mägle. Frust bei Kahn und die Emotionen am Millerntor kochten über. Kahn in Erwartung der Kugel. Rahn, Rath, Paczynski, 2-0. Unglaublich, unglaublich. Wo will er hin? Auf die Reeperbahn. Verzweiflung pur bei Ottmar Hitzfeld. Was war los mit seiner Mannschaft? Eckstoß, Stefan Effenberg. Und Tor für Bayern, der Anschlusstreffer. Sagnol war es, sein erstes Bundesliga-Tor, da hat er doch noch getroffen. Dabei blieb's nix wie weg, die Devise nach der Sensationsschlappe auf St. Pauli. Wir sind hier auf den Platz gegangen und haben zugeschaut, wie der Gegner das Tempo bestimmt. Und das war einer Spitzenmannschaft unwürdig. Nein, irgendeiner muss doch was sagen. Nein. Das gilt doch nicht, das gar nicht. Wenn selbst Hoeneß schweigt, drohen Explosionen. Es hat gereicht für St. Pauli, dass sie mit großer Laufarbeit, mit aggressivem Spiel und Grenzen aufgezeigt haben. Hat der FC Bayern heute die Meisterschaft verspielt?
Ja, ich befürchte ja, weil 9 Punkte auf Dortmund bei den ausbleibenden Spielen ist sehr viel. Und dazu darf man nicht vergessen, wie wir auch, sage ich mal, speziell uns in den letzten Spielen auswärts präsentiert haben. Das ist sicherlich nicht meisterschaftswürdig. Der absolute Tiefpunkt der Saison. Sogar die Champions League Quali in Gefahr. Leverkusen, Kaiserslautern sind beide 5 Punkte vor uns. Das wird eng. Da braucht man kein großer Prophet sein. Ab nach München, schämen. Ja, Bayern ist damals tatsächlich nicht Meister geworden, sondern Borussia Dortmund. Ihr seid leider abgestiegen. War das so ein bisschen schade mit so einem Sieg? Ich kann da ein Lied von singen, ich bin mit Hansa Rostock auch abgestiegen und habe 2-mal in der Saison gegen Bayern gewonnen. Das tut dann besonders weh, ne? Wenn man absteigen muss und hat sogar die Bayern geschlagen. Ja, also ein Abstieg tut natürlich immer weh. Wenn ich jetzt aber gerade so höre, Kaiserslautern, Leverkusen und Dortmund, die waren alle vor Bayern und wir haben gegen keinen verloren in der Rückrunde. Also von daher wundert mich, dass wir nicht UEFA-Cup-Teilnehmer geworden sind. Aber nein, wir waren einfach in der Hinrunde, war es auch zu dünn, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind zu Recht abgestiegen, wenn du, glaube ich, nur 23 Punkte hast oder so, dann kannst du natürlich nicht in der Klasse bleiben. Aber war ein tolles Jahr, trotz des Abstieges. Und wie gesagt, ein entscheidender Moment ist geblieben und ja, der bleibt für immer. Ich habe jemanden angerufen, den du auch gut kennst. Und zwar Sky-Reporter Rolf Fuhrmann. Ich habe ihn gefragt, was er noch über das damalige Spiel noch so weiß. Ja, es war großartig. Volles Haus, totale Begeisterung. Meckler hat ein Tor geschossen und Paczynski ja auch. Und also eigentlich war das alles unwahrscheinlich. St. Pauli ist ja auch leider dann abgestiegen. Aber dieser Sieg, das war großartig. Und sie hatten eine tolle Mannschaft. St. Pauli hat ja immer eine tolle Mannschaft eigentlich. Jahrelang nicht, aber jetzt scheinbar wieder. Aber Paczynski, für mich ist das auch irgendwie, ist er eine Legende. Ja, also es war natürlich großartige Stimmung. Da wurde gefeiert ohne Ende. Ich musste ja arbeiten. Ich konnte ja nichts trinken. Ich weiß noch, dass die Bayern doch sehr angepikst waren. Das weiß ich noch. Ja, 2002 war das. Und wie gesagt, du hast es gesagt, da wurden T-Shirts dann im Nachhinein gedruckt. Hast du noch eins davon? Nee, also ich habe bestimmt 50 besessen, aber natürlich alles irgendwie mal verschenkt oder irgendeiner wollte mal eins oder ja nee, also nee, leider bin ich selber im Besitz oder nicht im Besitz von so einem Kultshirt. Ja, ich habe auch Rollo Fuhrmann bei der Gelegenheit gefragt, was er über Niko Paczynski noch so Erinnerungen hat. Das hat er gesagt dazu. Weltpokalsieger, Besieger, Torschütze gegen die Bayern. Ein ganz, ganz toller Typ und sehr, sehr bodenständig. Und ich muss sagen, ab und zu sehe ich ihn mal, auch beim Busfahren, weil er jetzt Busfahrer ist. Ich finde das toll, dass er das macht und ich bin hellauf begeistert. Ein ganz, ganz lieber, netter Mensch. Ja, das hört man doch gerne, oder? Ja, daran sieht man auch, dass Rollo Fuhrmann richtig Ahnung hat. Ja, sowohl von der Menschenkenntnis als auch vom Fußballerischen. Nein, also wir kennen uns ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, ist halt immer witzig, wenn man ihn dann vom Bus aus sieht, einmal hupt und er erschreckt sich. Aber nee, Rollo auch ein feiner Kerl und ist ja auch so eine halbe Legende mit seinem Schalke-Bericht, dass er ihn zum Meister erklärt hat. Und passt halt. Sehr gut. Nico, du bist in Ost-Berlin geboren, also ein Ossi, wie man so landläufig sagt. Dein Vater Rainer war ein erfolgreicher Eishockeyspieler bei Dynamo Berlin. Wie kam es, dass du Fußballer geworden bist? Bist du in der Kabine falsch abgebogen? Oder? Nee, es war wirklich der DDR praktisch geschuldet, obwohl ich mit Stolz behaupte, dass ich DDR-Kind bin. Mein Vater musste irgendwann aufhören, weil er halt meine Mutter mal oder sich in sie verguckt hat, geheiratet hat. Und die Eltern von meiner Mutter hatten eine Gaststätte, wo dann doch sehr viel Westkontakt herrschte. Ah, okay. Und dann musste mein Vater halt aufhören. Und ja, da zu der damaligen Zeit im Eishockey nur 2 Mannschaften die Meisterschaft ausgetragen haben, hat er dann gesagt, okay, dafür, da gibt es wenig Hoffnung und gerade mit seiner Vita, denn das passt nicht, also soll ich lieber zum Fußball gehen und da habe ich vielleicht doch noch ein paar mehr Chancen, dass ich dann eventuell bei Fortschritt Bischofswerda mal lande oder bei Kali Werra Tiefenort. nee, und dann bin ich halt zum BFC gegangen, das war wirklich nur eine Baracke weiter. Ab und zu überlege ich schon, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich Eishockeyspieler geworden wäre, aber gut, über
Sachen nachdenken, die nicht passiert sind, lohnt sich ja mal nicht. Ja. Wie waren die Verhältnisse damals? BFC, du bist als Junger rein, hast du auch diese KJS alles mitgemacht, diese Kinder- und Jugendsportschule, oder wie war das bei dir? Ja, genau, und dann, also fast, also beim BFC musste ich dann auch aufhören, genau aufgrund dessen, weil ich halt auf meinem Pendelheft, was es damals zwischen Schule und Sport gab, einen Friedhelm-Funkel-Aufkleber drauf hatte. Das war nicht so gerne sehen und der damals Spieler bei Bayer Leverkusen war, oder? Uerding, glaube ich. Oder Uerding, richtig. Uerding. Leverkusen, ja. Quatsch, Uerding. Die, ja. die Dynamo Dresden-Fans werden sich... Genau, ja, ja. Hat da auch mal mit dem ungern dran erinnert. Spiel, ja. Ja. Und nee, dann gab es ja eine KJS-Überprüfung in Grävenhainichen. Ich stimmt, weiß nicht, ob es ja, immer da war. Aber, ja. Und da war ich auch ganz gut. Und dann wurde aber ein medizinischer... ja, Grundvorwand genommen, dass ich halt beim BFC nicht auf die KJS gekommen bin. Okay. Nach der Kinder- und Jugendspartakiade wurde mir das gesagt und ja, dann bin ich einfach, also weil ich offiziell einen Pendelhoden hatte, bis heute suche ich ihn noch, aber nein, und dann hat mich mein Vater da abgemeldet und hat mich einfach zur Union geschickt und das war kurz vor der Wende, war eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit, aber ja, dann habe ich bei Union, dann 1900 im Sommer oder im Frühjahr 1989 dann da angeheuert. Ja, damals aber noch nicht in der ersten Mannschaft. Damals warst du noch... Nee, das war dann die C-Jugend, glaube ich. Ja. Also Spalagiale war, glaube ich, C-Jugend und war gerade Großfeld und da ging es dann los. Welcher Trainer hat dich im, ja, bei Union am meisten beeindruckt? Wir hatten vorher mal drüber geredet. War es dann am Ende doch Hans Meyer? Ja, also ich kam ja als B-Jugendlicher, durfte ich denn schon bei den ersten Männern mittrainieren, teilweise ja mitspielen, weil sie halt keine Spieler und keine Kohle hatten. Union war damals, muss man mal zur Einordnung sagen, Viertligist. Oder Drittligist. Noch. Drittligist und hätten in die zweite Liga aufsteigen können und dann kam ja damals dieser Skandal mit der gefälschten Bürgschaft und dann kam ja, da war ja Frank Pagelsdorf zu der Zeit da und das war mein allererster Trainer im Prinzip. Und von dem konnte man wirklich sehr, sehr viel lernen. Damals hat er auch noch 2 Kilo weniger gewogen und hat, als Fußballer war der überragend und als Trainer war er auch sehr gut. Aber am meisten geprägt hat mich halt wirklich Hans Meyer, die Art, sein Humor, sein Intellekt, das hat mich doch schon sehr beeindruckt, ja. Union, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, war im Grunde genommen, damals hätte die Qualifikation zur zweiten Liga also sportlich geschafft, aber sie haben die Lizenzauflagen dann nicht erfüllt und sind dann, glaube ich, aufgrund dieses Skandals dann damals nicht aufgestiegen, sondern in der dritten Liga geblieben. So habe ich das noch ja, in Erinnerung. Genau, da gab es ja damals so einen Manager, der hat dann da irgendwie was nach Frankfurt hingefaxt, obwohl es gar nicht stimmt hat, irgendwie meine Unterschrift gefälscht und das habe ich früher nur bei meinen Zeugnissen gemacht, aber ja, und dadurch ist es dann halt, ja, leider sind sie dann nicht aufgestiegen. Ne? Ja, ich habe Hans Meyer angerufen und nach Nico Paczynski befragt und auch das hören wir uns gerne an, auch wenn die Audioqualität nicht die beste ist, man versteht ihn dann doch. Ich habe mit ihm eigentlich nur 3,5 Monate zusammengearbeitet. Reicht nicht aus, bei den Problemen, die du hast, bei allen Spielern so durchzukommen, dass ich dir aber richtig sagen kann, warum er sich nicht weiter durchgesetzt hat. Als Typ, wenn ich mir ehemalige Spieler aussuche, wo ich mal einen Tag Urlaub mache oder wo ich mal gerne ein Bierchen trinken würde, dann würde Nico immer wieder dazu gehören. Aber ich bin nicht in der Lage, das zu sagen, ob er hätte mehr erreichen können oder jetzt kommt das andere. Vielleicht das, was er insgesamt in sich hatte, von Physis, Psyche und technisch-taktischem Rüstzeug. Es war absolut optimal, was er gebracht hat. Ja. Das weiß ich. Weißt du, was ich meine? Die Zeit ist einfach zu kurz, um das einschätzen zu können. Das ist viel zu kurz, aber pass auf, das konnte ich auch bei sehr, sehr vielen Spielern, wo ich 2, 3, 4 Jahre gearbeitet habe, auch nicht 100%. Weißt du, was ich meine? Weil natürlich bei 25, 26 Spielern, die du ertappst dich als Trainer immer wieder bei den Gedanken, verdammt nochmal mit der Nummer 21. Da hast du aber verdammt lange nicht mehr gesprochen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo die Tagesaufgaben dich so in Anspruch nehmen, dass du die es eigentlich am dringendsten brauchten und hinten überhaupt gar keine Zeit findest, dich nicht ausgiebig damit zu beschäftigen. Ja, das ist doch ein hohes Lob, auch wenn ihr nur eine kurze Zeit zusammengearbeitet habt, der würde jederzeit mit dir ein Bier trinken und das von Hans Meyer. Also das ist schon, ja, das ist ein Ritterschlag, oder? Ja, also
also wie gesagt, Hans Meyer für mich ein ganz, ganz großer in dem Geschäft. Und gibt es eine Geschichte, an die du dich immer wieder, die du immer wieder erzählst, wo du sagst, ah, das ist so ein typischer Hans Meyer? Ja, es gibt eine Geschichte, die ist ja, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und zwar war das, da war Hans Meyer dann schon Trainer im Männerbereich und wurde dann eingewechselt in der 83. Minute gegen, ich glaube, es war wirklich Fortschritt Bischofswerda. Und ja, dann hat er mich eingewechselt und gesagt, okay, er wartet jetzt mindestens einen Hattrick. Und sagt, okay, das geht ja noch, dafür habe ich ja noch genug Zeit. Und dann wusste er, dass wir halt so ein bisschen humoristisch auch so, ne, dass ich das nicht so ernst nehme, weil viele hätten dann gesagt, ach nee, wirklich, in der Zeit schaffe ich es ja nicht. Aber da wussten wir auch beide, dass das so halbwegs funktioniert. Und ja, das ist schon, also es ehrt mich wirklich, dass er mit mir ein Bier trinken würde. Und wenn man jetzt auch sieht, wie er die Sache auch analysiert hat, schon im Ganzen, auch mit dem 21. Mann dahinter. Und da sieht man, dass er halt auch wirklich über den Tellerrand hinausgucken kann und nicht einfach nur was erzählt. Also ist schon großartig. Ja, ist ja, ich sag mal, spricht ja auch für Hans Meyer, dass er nicht einfach sagt, ja, der Nico war ein Toller, sondern dass er auch tatsächlich sagt, okay, die Zeit war zu kurz. Er schätzt dich sehr als Menschen und wie gesagt, er würde gerne, und wir kommen später nochmal auf ihn zurück, gerne mit dir ein Bier trinken. Aber es ist ja manchmal auch besser, wenn man als Mensch mehr schätzt wird als Fußballer. Genau, ne? Ich meine, das ist manchmal auch ein größeres Kompliment. Ja. Wie muss man sich den Fußball von damals, den du verkörpert hast, vorstellen? Was warst du für ein Spielertyp? Was stand meistens immer im Kicker? Lauffaul, Kopfballstark oder was? Wie muss man sich, wenn man heute junger Spieler ist, den Niko Baczynski vorstellen von damals? Boah, also ich war, irgendeiner sagte mal Schleicher zu mir. Der andere sagte irgendwie, ich war nie der Sprinter oder nie der totale Athlet. War auch nie der Kopfballstärkste. Ich glaube, ich bin, oder meine Vorteile lagen darin, dass ich wirklich ein Eishockey-Kind war, dass ich ein bisschen was antizipieren konnte, auch immer relativ früh gute Mitspieler hatte und die dann auch gut in Szene setzen und Näschen oft gehabt, ne? Ja, und mir auch viel, wirklich, ja, das vielleicht auch, dann mir auch viel Fußball angeguckt und gesagt, okay, alles klar. Zum Beispiel Hans Meyer hat einen Spruch gesagt, wenn du auf den Torwart zuläufst und schießt, hast du nur einen Versuch. Versuch ihn auszuspielen, dann hast du immer noch notfalls die Chance, nochmal abzulegen oder und so eine Sache, wenn man die verinnerlicht, dann hat man vielleicht einen kleinen Vorteil. Also ich sag mal, ich habe aus meinen Möglichkeiten, die ich hatte, eigentlich schon relativ viel rausgeholt, wobei es natürlich nicht das super optimale war, aber es hätte auch schlechter werden können. Ja, Bundesligaspieler bei St. Pauli, das ist immerhin, du hast es in immerhin, die erste Liga geschafft. Also von daher, sei stolz drauf. Und du hast ja dann noch bei vielen anderen Vereinen gespielt. Auf welchen Verein guckst du heute und sagst, boah, cool, das war eine schöne Zeit. Dynamo Dresden war dabei. Ja, also Dresden bewundere ich bis heute noch, weil wir jetzt das Thema Dresden mal ansprechen. Also die Fans, ich fand die Kultur immer Weltklasse. Ja. Hast du verloren, musstest du schnell nach Hause. Hast du gewonnen, haben sie dich auf den Händen getragen. Und wenn ich mich jetzt vor kurzem mal daran erinnere, wie sie da in Karlsruhe mit ihrem Army-Look kam, das ist für mich sensationell. Das nenne ich Fans. Ne? Also, aber ich glaube, meine schönste Station war halt einfach wirklich Trier, weil die Stadt sensationell ist. Die Leute sind Weltklasse. Und da wäre ich auch gerne sesshaft hier geworden, aber hat ja wegen einem Tor nicht gereicht und ansonsten verfolgt man natürlich immer so ein bisschen mit einem Auge die Ex-Vereine wie Union, wie Dresden. Gut, Greuther Fürth jetzt weniger, aber ansonsten ja, doch schon. Ja. Ab wann hast du dir Gedanken gemacht, was nach dem Fußball kommt? Mit 18, 17. Weil schon Vater, so früh? Ja, weil mein Vater aber gesagt hat, okay, es gibt ein Leben nach dem Fußball oder es kann relativ schnell vorbei sein. Habe ja auch ganz normal mein Abitur erst gemacht, habe dann auch angefangen zu studieren und als es dann mit dem Fußball wirklich lief, dass man da Geld verdienen konnte, habe ich klar das Studium erstmal, ruhen lassen, also ruht heute noch. Aber was war das für ein Studium? Diplom Sportwissenschaften, ich wollte Sportlehrer werden. Okay. Und aber hat sich dann erstmal erledigt, weil ich dann auch, wie gesagt, nach Dresden, nach Fürth, nach Hamburg gegangen bin. Und dann hat sich das bei der Humboldt-Uni relativ schnell erledigt gehabt, weil damals konnte man noch nicht diese großen Fernstudien machen. Ja. Und ja, aber ich wusste halt, dass es nach dem Fußball, so wie es aussieht, für mich ja nicht weitergeht als Privatier oder Berufsrentner.
Deswegen, aber ich denke auch, dass das Leben sonst auch zu langweilig wäre. Ja, das glaube ich auch. Du hast ja dann mehr oder weniger dich auch in verschiedenen Berufen probiert. Wie war so das letzte Spiel und dann so der Übergang? Wo war deine Gedankenwelt damals? Du hast ja dann, bist ja mehr oder weniger so ein bisschen in den Amateursport, also du hast hier noch in Hamburg bei einigen kleineren Vereinen gespielt, das war ja dann so halb Amateur, halb Profi, also so, wie das dann so war, 2000er Jahre, ne? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es war so ein bisschen auch schleichender Prozess, also als ich dann irgendwann aus Berlin mal weg bin, dann bin ich ja wieder irgendwann mal nach Trier gegangen. Und dann fing ich so ein bisschen an, so ein bisschen schon dual zu machen. Ne? Hab dann beim ehemaligen Trauzeugen schon ein bisschen angefangen, im Catering-Bereich, im Event-Bereich so ein bisschen mitzumachen, mal reinzuriechen. Und bin dann aber nach Hamburg, weil ich dann halt, also ich nicht, sondern die Frau hat die Kinder dann bekommen. Und dann lief es da auf einmal nochmal ein halbes Jahr so fantastisch, dass ich dann halt nochmal nach Berlin gegangen bin, weil ich dann dachte, okay, machst du nochmal ein Jahr richtig, aber... Da fing es dann eigentlich schon an, zu sagen, dass man sagt, okay, alles klar, jetzt muss man irgendwann mal den Absprung finden. Und bin dann irgendwann, kam, ich sage jetzt mal Gott sei Dank, noch mal die schwerste Verletzung, die ich hatte, dazu. Und dann war man ja praktisch zum Aufhören gezwungen. Was war das für eine Verletzung? Das war Kreuzband anders und Schienbeinbruch oder nur Schienbeinbruch, glaube ich. Also, ja, und dann habe ich halt irgendwann mal ein paar Zeitschriften genommen und dann mal guckt, was könnte mich interessieren und bin dann als allererstes mal auf dem DHL-Paketzusteller gekommen und so fing meine, ich sag's mal in Klammern, Berufskarriere an. Ja. Du hattest nicht die, also du hast, das war mehr oder weniger auch aus dem Zwang heraus, Geld verdienen zu müssen, dass du dir ein Studium, dieses Fortsetzen des Studiums, hättest gar nicht leisten können oder was war der Gedanke dahinter? Ja, eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich wirklich so geregelte Arbeit haben, ne? Dass man sagt, okay, alles klar, man verdient so viel, dass man auch die Familie ganz normal ernähren kann. Ich habe jetzt nicht, wissen ja wahrscheinlich auch viele, nicht so viel Geld beiseite gelegt. Und um das nochmal klar zu finden, nicht nur durch Zocken oder durch Spielen, sondern auch kommen ja manchmal andere Sachen im Leben dazwischen. Und also mein Studium hätte ich mir schon leisten können, aber ich denke mal, wenn man Mitte 30 ist, Ende 30, bis man im Studium fertig ist und dann wieder nochmal erstmal irgendwo neu rein muss, ich glaube, da vergeht auch zu viel Zeit. Und ich glaube, für 3-4 Jahre hätte ich die Rücklagen bestimmt nicht gehabt, nein. Du wolltest ein geregeltes Berufsleben inklusive dem, was man da dann auch verdient. Ja, du hast es gerade kurz angesprochen. Es wird ja auch immer nachgesagt, du hättest viel Geld verzockt. Jetzt kannst du mal das richtigstellen. Also du hast dich immer auch ein Stück weit gewehrt gegen diese Behauptung, ne? Also die Behauptung ist ja die ist ja richtig. Ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Euro in Sparstrumpf gesteckt habe, definitiv nicht. Und natürlich habe ich auch Geld durch Spielen oder in der Spielbank oder so verloren. Und das war sicherlich auch nicht wenig. Also wenn man das einem Normalverdiener sagen würde, dem würden die Augen bluten, ne? Oder die Ohren. Aber ich glaube, die größeren Summen oder die elementar wichtigen Summen, die hat man, wie gesagt, durch andere Sachen verloren. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, der mal geheiratet hat, sich hat scheiden lassen und dadurch ein bisschen eingebüßt hat. Aber man ist ja selber dafür verantwortlich. Und ich sag mal so, der Verlust, der jetzt sehr leichtsinnig war oder der Langeweile vielleicht geschuldet war oder der Spielerei. Dem Jugendlichen Leichtsinn vielleicht auch noch so ein bisschen oder warst du da nicht mehr jugendlich? Nein, da war ich schon ein bisschen erwachsen. Also. Ja. nein, also das ist, und ich habe mich, wie gesagt, schon 2006 nach der Geburt meines ersten Sohnes für alles schon damals sperren lassen. Also ja, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange her, 16, 17 Jahre, und aber alles gut. Ja. Du hast aber auch große Aufmerksamkeit erregt, indem du dann dich auch probiert hast in einem Beruf, ja, der mit Leben und Tod zu tun hast. Du hast dich als Bestatter auch nicht versucht, sondern du hast da richtig dran gearbeitet. Wie bist du auf die Idee gekommen, da mal ja, mehr oder weniger einzusteigen? War das auch eher aus der Not? Nee, gar nicht. Also als ich damals Paketzusteller war, habe ich die damalige Bestatterfirma, die Firma Münzel, immer beliefert. Und die suchten dann zu der damaligen Zeit jemanden, der dann halt, der ein bisschen jünger ist, der auch mal einen Sarg anfassen kann. Und hatten mich halt gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Ich kann ja mal gucken. Und dann habe ich einen Probetag sozusagen gemacht. Dann musst du natürlich schauen, ob du damit umgehen kannst, wenn du einen Verstorbenen siehst. Oder ne, ob du das handwerklich alles hinbekommst und
ob du sauber gepflegt bist. Ne? Das hört ja alle dazu. Und ob du eine Rede halten kannst. Und das wurde an dem einen Tag so ein bisschen mal so zur Probe gestellt. Und mir hat es gut gefallen. Dem Chef war wahrscheinlich eher egal, Hauptsache er hat einen. Ja. Aber und an dem Tag habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt ab dem nächsten Monat den Bestatter. Ja, und was war für dich jetzt, du machst es ja heute ja nicht mehr, aber was war da die größte Herausforderung, als Bestatter zu arbeiten? Also die größte Herausforderung ist halt, wenn Leute versterben, die halt noch nicht das gewisse Alter haben. Ne? Ganz schlimm natürlich Kinder. Das ist, das auch wenn man wahrscheinlich mit den Kindern gar nichts persönlich zu tun hatte, aber das tut schon weh, wenn du da die Eltern dann auch siehst bei der Beerdigung und dann sollst du vielleicht da auch noch eine Rede halten, die sie vielleicht trösten soll oder du probierst, aber das funktioniert auch nicht. Und das war immer so einer der Augenblicke, wo ich dann wirklich nach dieser Beerdigung immer einen Schnaps getrunken habe und da war auch immer Feierabend. Ne? Nach so einer wusste auch der Chef, das geht nicht so spurlos an einem vorbei. Also ja. Man sollte die Arbeit ja nie mit nach Hause nehmen, aber das sind dann immer so eine Tage gewesen, wo man dann doch dachte, oha, wie gut ich es eigentlich habe und dann knuddelst du deine eigenen erstmal zu Hause. Ja. Ne? Das ist auch Hans Meyer nicht verborgen geblieben, dass du diesen Job gemacht hast. Es ist ja auch deutschlandweit. Du hast bei der ARD, glaube ich, zur Fußball-EM oder WM war das gar nicht? Zur EM 2016, ja. 2016 genau. Quasi den Vollstrecker oder wie sagt man? Das hieß damals der EM-Bestatter. Ach, der EM-Bestatter. Genau, und Tim Wiese war mein Buddy oder mein Homie. Ja. Und Hans Meyer hat mir in dem Zusammenhang auch nochmal erzählt, wie er über Nico Paczynski nachdenkt, wenn er mal ans Ableben denkt. Ja. Ich fand das überragend. Und als wir uns das erste Mal danach gesprochen haben, habe ich gesagt, Nico, ich bin in einem Alter, wo ich über ein Testament sitze, wo ich mir auch klar werden muss, wie wird das werden mit einer Bestattung. Dass es sich nicht irgendwo nur verscharren, sondern dass es ehrenvoll passiert. Habe ich gesagt, ich komme drauf zurück, wenn du zu meiner Beerdigung ein paar nette Worte sagst. Also wir haben auch unseren Spaß gemacht. Ja, soweit Hans Meyer. Also da weißt du, dass du schon mal eine Rede vorbereiten solltest, die zumindest in der Schublade haben. Hans Meyer. Ja, der war damals nämlich in der Sportschule Malente zu der damaligen Zeit und also als Gast eingeladen und dann haben wir so ein bisschen drüber hier Flachs und er sagte, er möchte nicht in einer Jaffa-Kiste liegen, sondern schon einen vernünftigen Sarg mit Holz aus Oberwiesenthal und wenn ich mich dann an ihn gut erinnere, soll ich doch bitte noch zwei, drei Sätze sagen. Ja. Ach, das ist doch schön und die Fußballwelt ist tatsächlich sehr klein und man sieht sich, wie wir auch an Rollo Fuhrmann sehen, ja auch im Täglichen immer wieder. Ne? Aktuell, hast du vorhin ja schon gesagt, fährst du Linienbus. Glaubst du jetzt gefunden zu haben, so was du vielleicht gesucht hast im Berufsleben oder könnte es da auch nochmal eine Veränderung geben? Naja, eigentlich irgendwann ist es auch mal gut. Ne? Ja. Also jetzt bin ich ja Mitte 40. Eigentlich sollte es jetzt bis zur Rente reichen, wenn man sie erlebt. Ne? Ist ja auch immer nicht so einfach. Ja, eigentlich, mir macht eigentlich so viel Spaß, dass ich sage, okay, das kann ich mir wirklich vorstellen bis zur Rente. Man soll sich nie dagegen wehren. Kann auch sein, dass irgendein Fußballverein sagt, Mensch, wir suchen noch einen Zeugwart, der Bus fahren kann. Dann bleibt der Berufsvergleich, aber man verändert vielleicht nochmal den Standort. Aber ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass nochmal irgendwas bekommt. Dschungelcamp, da bin ich raus, Bachelor, ja, naja. Da würdest du aus meiner Sicht ganz vorne stehen. Also ja, so wie du mit, wie alt bist du jetzt genau? Lass mal überlegen, 45. Ah, das hätte ich auch vorher mal recherchieren können. Also mit 45, gut. Toll. Nico, wie schwer war es, das interessiert mich, einfach zu sagen, ich PKW-Führerschein, wirst du ja irgendwann gemacht haben, einfach zu sagen, ich gehe jetzt auf so einen Linienbus. Also was muss man alles machen, um tatsächlich dann die Zulassung zu bekommen, so einen Linienbus zu fahren. Ist das auch nochmal Theorie, ist das auch nochmal Praxis? Und, also sicherlich wohl, ne? Ja genau, es gibt
da gibt es verschiedene Faktoren, je nachdem, wie lange man auch den Führerschein schon hat und sag jetzt mal, der war noch nie weg oder man hat keine Punkte, das sind alle Voraussetzungen, dann dauert es nicht ganz so lange. Also klar, du hast Busstunden, du musst auf dem Bus fahren, du darfst keine Punkte in Flensburg haben, du darfst den Führerschein noch nie abgenommen haben wegen Trunkenheit, Fahrerflucht, Drogen, dann kommen etliche Tests, dass du halt nicht irgendwie abhängig bist von irgendwelchen Substanzen oder vom Alkohol. Und dann kriegst du den Führerschein, dann hast du eine Prüfung, da ist man wirklich mal aufgeregt, also selbst ich war da noch aufgeregt, die Theorie und das ist alles nicht so die Handelskammer, das sind alles Sachen, die gehen, aber so eine Theorieprüfung, so eine Praxisprüfung ist dann schon sehr, doch, dann selbst ich sogar nochmal, hatte ich nochmal ein bisschen Puls, ne? Ja, das heißt, auch so einen langen Bus, wie lang ist der längste Bus? Lang, ich müsste jetzt lügen, ich glaube so um die 22, 23 Meter, aber ja. Es fährt sich auch nicht anders als ein kurzer Bus. Man muss es halt nur, ja, es ist immer leicht gesagt, aber das geht schon. Es ist eine Gewöhnungssache. Ja, und was bist du für ein Typ Busfahrer? Wenn die Kiddies angelaufen kommen, lässt du die Tür auf oder machst du kurz vorher zu? Nein, ich lasse auf. Ich bin wirklich ein ganz entspannter Fahrer. Ja. Ja, hab eigentlich eher so die Ruhe weg, bin ich so ein hektischer, der Jagdwurst gegessen hat. Nein, also wenn da jemand freundlich guckt nochmal, dann meine Tür nochmal Tür auf. Ja klar, alles andere ist ja Asi. Ja, ja. Würdest du heute, um mal so langsam Richtung Resümee zu gehen, würdest du heute an bestimmten Kreuzungen deines Lebens irgendwas anders machen oder gemacht haben wollen, wenn man das so sagen kann? Mit Sicherheit. Viele sagen ja immer, sie bereuen nichts im Leben oder das glaube ich nicht. Gut, ich bin natürlich einer, der hat den einen oder anderen Fehler mehr gemacht als vielleicht manch anderer, aber nachblickend natürlich würde ich gewisse Sachen anders machen. Ich wäre zum Beispiel damals nicht nach Aalen gegangen oder das ist jetzt nur ein Beispiel oder hätte vielleicht zu der damals halt irgendwie mich anders entschieden, aber gut. Es ist so, man muss es ja akzeptieren, da lange nachzutrauern, not nicht, aber wenn mich jemand, oder wenn ich jetzt nochmal die Uhr zurückschalten würde und würde selber Leben nochmal haben, würde ich sicherlich bestimmt irgendwo anders abbiegen, ja, manchmal. Mhm. Auf St. Pauli genießt du Kultstatus, gehst du heute noch hin zu Fußballspielen? Sehr sporadisch, also meistens kommt es wirklich, wenn wirklich mal einer was von mir wissen will oder ein Interview haben will, aber ansonsten sind ja die Protagonisten von damals, die sind ja leider nicht mehr da und so schön wie es früher war oder wie jetzt manche Vereine, die noch, und da nehme ich die in Bayern mal ganz oben an, dass sie so ein bisschen Wert drauf legen, wer mal was für den Verein geleistet hat oder wer nochmal eingeladen oder man trifft sich mal. Leider ist diese Generation vorbei oder stirbt langsam aus und ja, wie gesagt, ich kenne es von damals noch, dass man sich mal getroffen hat in der Runde oder vielleicht mal zum Spiel eingeladen wurde, aber das gibt es leider in der heutigen Zeit sehr, sehr selten. Wie schaust du auf den Fußball heute? Mit all seinen Facetten, dem vielen Geld, der Spielweise und so weiter und so fort. Instagram und so. Ja, genau. Habe ich auch schon mal gehört. Nein, ich bin froh, also da kann ich wirklich ganz eindeutig sagen, ich bin froh, dass ich damals gespielt habe, dass es für mich damals der authentischere Fußball war. Ich finde die Kohle, die sie heutzutage zahlen, auch vollkommen berechtigt, weil du bist ja du darfst ja nicht mal am Flughafen stehen und heimlich eine rauchen. Dann bist ja sofort auf YouTube, Instagram oder was auch alles. Und von daher bin ich ganz froh, dass wir damals noch Rambo 1 auf der Busfahrt geguckt haben und heute hat jeder seinen eigenen Laptop, sein eigenes Dings und ach, ich weiß nicht. Also der Fußball, wie er früher war, war für mich authentischer, er war schöner, aber und ich erinnere mich auch gerne dran zurück und bin auf gar keinen Fall auf irgendwas, was heutzutage stattfindet, neidisch oder so. Und ich schaue sehr selten Fußball, mal vielleicht mal eine Sportschau oder wirklich MDR Sport im Osten, wenn CFC Meuselwitz gegen Chemie Leipzig spielt, das finde ich spannender als Bayern gegen Red Bull. Ja, und da gucke ich dann ab und zu nochmal gerne zu und ja. Das ist schön. Ja, ansonsten, würde ich sagen, kannst du oder blickst du optimistisch in die Zukunft? Ne? Also man muss jetzt nicht Niko Paczynski betrauern und sagen, ach, der arme Kerl, der hat es schwer getroffen. Nö, also ich sehe hier und erlebe dich als richtig lebendigen und positiv gestimmten Mit-40er, der einfach sagt, okay, ich habe meine Fehler gemacht, aber ich habe aus den Fehlern in irgendeiner Weise gelernt und ich habe noch
schöne Jahre vor mir und freue mich, wenn ich in Hamburg den einen oder anderen Fußballer vielleicht an der Straße mal anhupen kann und so weiter und so fort. Nico, ich danke dir. Wir schauen also, wie gesagt, optimistisch in die Zukunft und danke nochmal für das schöne Gespräch. Den interessierten Zuhörern sei gesagt, danke fürs Dabeisein. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Wünsche oder Kritik äußern wollen, dann schreiben Sie uns einfach. Auf mdr.de Sport finden Sie den Weg zum Kontaktformular oder Sie schreiben mir direkt auf Instagram, Facebook oder Twitter. Mein Name ist Florian Weichern und ich hoffe, dass Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Danke, Nico Paczynski. Sehr gerne.